die ersteintreffenden Einsatzkräfte an der Einsatzstelle haben die Gewerbehalle im Vollbrand vorgefunden, sodass es relativ zügig zu einer Einsatzstichworterhöhung bis zu Feuer 3 gekommen ist. Also dann macht es Sinn zum Leben, ne? Ja. Erst dann das Gebäude rum und dann auf der rechten Seite. Ja, mal gut reinholt, alles. Mein Name ist Fabian Fischer, ich bin Wachabteilungsleiter der Feuerwache 8 in Dortmund
und heute hier als Pressesprecher an der Einsatzstelle tätig. Wir befinden uns in Dortmund-Dorsfeld in der Igelstraße. In den heutigen Morgenstunden gegen 3 Uhr ist eine Brandmeldeanlage an der Leitstelle Dortmund aufgelaufen und die ersteintreffenden Einsatzkräfte haben dann die hier befindliche Gewerbehalle angefahren. Es handelt sich um eine Lagerhalle mit den Ausmaßen von ungefähr 50 mal 100 Metern. In dieser Gewerbehalle sind mehrere Mieter tätig. Einen genauen können wir da nicht benennen. Es ist eine große, tiefschwarze Rauchwolke ersichtlich gewesen. Dazu wurde ein eigener Einsatzabschnitt eingerichtet, der Einsatzabschnitt Messen. Aktuell kam es zu Niederschlägen dort im Bereich vom Dortmunder Krankenhaus K5. Das Krankenhaus wurde angewiesen, die Klimaanlage abzuschalten und weitere Messungen werden durchgeführt. Wir haben insgesamt 3 Löschzüge im Einsatz. Es gibt 6 Einsatzabschnitte, 3 Brandschutzeinsätze. Da sind jeweils ein Löschzug inkludiert. Ein weiterer Einsatzabschnitt Rettungsdienst, einer Löschwasserkomponente und der Einsatzabschnitt Messen. Feuer 3 bedeutet im Grunde genommen, dass wir 3 Löschzüge definitiv an der Einsatzstelle haben und einen Bereitstellungsraum dazu auffahren, falls weitere Einsatzkräfte an der Einsatzstelle benötigt werden. Die angrenzenden Wohngebäude wurden geräumt und die Anwohner werden derzeit in dem Betreuungsbus betreut, dort mit Getränken, Nahrung, Decken versorgt. Es gibt keine Verletzten, es konnten alle gerettet werden.